So, was geht ab, Leute? Wir sind jetzt noch in der Bahn, eine halbe Stunde vor Duisburg. Wann ging der Tag los? 9.30 Uhr war Abfahrt. Steffi hat mich bei der Bahn abgesetzt, bin ich von der Bahn bis zum Hauptbahnhof gefahren. Dann bin ich im Hauptbahnhof in Hamburg angekommen. 10.45 Uhr in die Bahn gehüpft, sollte eigentlich gegen 14 Uhr ankommen. Die Bahn hatte dann 2 Stunden fast Verspätung. Dienstbeginn war um 14.30 Uhr. Ich werde wahrscheinlich nicht vor 15.30 Uhr ankommen. Eigentlich sollte die Bahn gar nicht bis 16 Uhr da sein. Ich habe also fast Panik geschoben, dass ich nicht mal rechtzeitig zum Spiel da bin. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich rechtzeitig zum Spiel ankommen. Gleich holt mich noch ein Kollege, der Patrick. Und er wartet schon mit dem Auto am Duisburger Hauptbahnhof, dass wir gleich reinspringen können. Ich habe den Kollegen daran gesagt, ich so, ey, ich komme Samstagabend, kein Stress. Ich fahre die Bahn. Aber die haben gesagt, Kassim, nein. Sonntagmorgen, alles gut. Jetzt Stress. Aber egal, ihr wisst, ich bin immer gelassen. Go with the flow. Let's go! Wir haben, und zwar um 14.30 Uhr ist die Probe, ne? Das heißt, wir machen Soundcheck, Mikrofon, alles drum und dran. Und dann passe ich eh nie auf. Ich chill mein Leben rein. Let's go, ey! Er ist einfach jetzt mein Hero. Was ist denn Ladekabel? Echt geil, ich habe bestimmt 10 Anfragen bekommen. Kassim, wir holen hier ab. Deine Bestellung. Boah, guck mal. Er sagt so, ey Kassim, wenn du willst, ich kann dich abholen. Ich so, boah, das wäre schon cool. Und er hat gesagt, brauchst du Protein? Schickt mir alle seine verschiedenen Proteine. Boah, der ist lecker. Willst du probieren? Das letzte Mal, als ich was probiert habe, von dir konnte ich 3 Tage nicht mehr aufs Klo. Am liebsten, ich hätte ein bisschen mehr Vorbereitung gehabt, aber ihr wisst, in meinem ganzen Leben, ich glaube, ich habe noch nie etwas vorbereitet gemacht. Ich hoffe, ich habe keinen Magerquark hier. So, jetzt sind wir am Stadion angekommen. Als ich das letzte Mal hier gespielt habe, ich gehe einfach den gleichen Weg. Ich habe nie einen Plan. Come on, ja. Lass mich nicht rein, ich muss warten. Ich muss, wie heißt es, Perso zeigen und so. Okay, lass uns schnell umziehen, weil in Viertelstunde geht's los. Christine, warum liegt deine Zahnbürste? Naja, frag keine Fragen, Baby. Leckst du gerade? Nein. Jetzt flex ich. Okay, gut. Also, weißes T-Shirt, immer gut. Hose. Hey, chill mal. Ja, du weißt, okay. Du weißt, ich drehe jetzt Beine. Engste Hose, die es gibt. Weißt du, du machst Beine richtig, wenn du deine Hose hüpfen musst. So, für die nächsten 3 Stunden muss ich die Luft anhalten. Nein, du weißt, Björn. Macht wie das Team machen, wenn er schon über den Socken sieht. Oh shit, Digga, das Team kommt schon. Kölner kommt schon. Ja, warte, ich komm. Schön als Hamburger. Mein Gott, wir haben fast alles. Ich muss noch Bartöl machen. Aber machen wir an der Seite. Let's go, baby. Start. Muss gut werden. Cornerback, hast du Hotspot? Bisher gespielt. Ja, kann nur mal Hotspot kurz haben. Ganz kurz, dass ich wussten kann. Wo der TV-Kommentator Platz ist. Ihr wisst, ich habe meine Akkreditierung, ich vergesse die jedes Mal. Aber jetzt haben wir den 4. Du hast mich? Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Jetzt sind wir ready. Bist du ready fürs Game? Auf jeden Fall, immer. Okay, good, good. So sieht es eigentlich während jeden Game Days aus. Ich bin unten, wir machen da unser kleines Interview. Wie heißt das? Atmo? Mats? Keine Ahnung. Intro. Und dann geht's direkt, die Sekunde, wo die Kamera aus ist, einfach Vollsprint nach oben. Oh, ich hab mein Handy auch unten vergessen. Ich hab's einstecken. Oh, perfekt. So, jetzt
Jetzt geht's zu meinem Arbeitsplatz. Danke. Kickoff ist schon los, ich bin wieder zu spät. Let's go. Leider ein bisschen einseitiges Spiel bis jetzt. Ich hoffe, in der zweiten Halbzeit kommt Köln raus. Aber es macht Spaß. Es ist der beste Job der Welt. Ich komme hierher, ich rede einfach, was ich liebe, Football. Meine Statistiken sind von ELF Homepage. Es bockt einfach. Und nach dem Spiel ist immer nice, weil dann kann ich mich noch mit den Spielern hinsetzen, quatschen. Ich werde gleich noch unten sein, mit den Jungs essen und dann mal gucken, was heute noch geht. Aber jetzt erstmal die zweite Halbzeit fertig machen. So, wir sind jetzt Mitte im dritten Quarter, ist gerade Werbung. Ich glaube, viel wird heute nicht mehr passieren. Jetzt schnell immer, quick turnaround, Spiel ist zu Ende, danach direkt aufs Feld und dann machen wir meistens noch ein süßes Foto, ein bisschen quatschen wir, aber wie gesagt, es ist ein bisschen größeres Stadion. Hey, alles gut, wie geht's? Maschine, hey, wo warst du? Ich bin überall. Ja, aber nicht oben, bei uns. Nein, ich war eine Reihe vor. Jetzt, der Game ist zu Ende. Von oben sind wir schnell runtergelaufen. Guck mal, da kann man das sehen. Da saßen wir ganz oben in der Mitte. Boom, schnell runter. Jetzt sind wir auf dem Feld. Fertig gemacht. Normalerweise mache ich jetzt noch ein paar Bilder, quatsche ein paar Leute, mache vielleicht ein paar Fans. Aber als Allerwichtigstes muss ich meine Frau anrufen, weil ihr wisst, ich habe kein WLAN. Meine Frau hat mir bestimmt 1000 SMS geschrieben. Also rufen wir mal Steffi jetzt kurz an. Hi Babe, you're on camera, say hi. Alright, the game is over now. We're doing the bromance documentary kind of ish, David Cassine. What time is it? Oh, it's bedtime. 37. But before, you know, I didn't have internet. Before I go take my pictures, I was like, I gotta check in with my wife. And I'm gonna do my thing. She says I'm a good husband. Okay, do you have any last words? Irgendwelche letzten Worte? Committed. Love you, babe. Okay, now to the next thing. You need a picture. You got camera here? Oh, here we go. Look at this, the full machine. Jadrian Clark, MVP dieses Jahr wahrscheinlich. Here we go. You working out tomorrow? We gotta get a full machine and workout going into the bye week, baby. Yeah, it's Jadrian. He killed it. Good job, bro. My baby. You look good. Oh, man. Danke. Wir haben gesehen. Du weißt, nach dem Spiel musst du immer Headshakes, musst du einfach mit einem mal reden, weil du siehst sie halt nicht immer. Das heißt, jetzt habe ich die Opportunity. Björn, falls du das siehst, hier sind deine Socken. Das ist Björns Socken. Ey, ganz ehrlich, wenn ich bei Björn extra Socken sehe, dann sind es meine Socken. Düsseldorf, Top 3, Postgame Meal. Also, wie ihr wisst, ich komme immer prepared. Hier haben wir schon Gourmet. Reis und Hähnchen, richtig appetitlich. Das ist eklig. Ey, das riecht ein bisschen. Ich weiß, das ist aber gut, ist okay, stell nicht so an. Dann haben wir noch für morgen früh haben wir Haferflocken. Nee, du hast keine zwei Paar Socken, aber du hast Essen für drei Leute dabei. Das stimmt. Aber hier auch sehr leckeres Essen, also mal gucken, was wir finden. Let's go. Dann machen wir mal Vormaschine Food Review. Gurkensalat. Muss aufpassen, mit Dill in Essig und Öl dressen. Diese Nudeln aber hier, die sind auch schön. Siehst du, wie das scheint? Du willst nicht, dass deine Paste so shiny ist, weil dann heißt es wieder mehr Öl, ein bisschen zu viel Fett, Flank Steak. Sieht lecker aus, nehme ich. Spinat, boah. Das ist warm, Spinat. Alles fett, okay. Aber nur ein bisschen, wir werden nur ein bisschen essen. Ich habe ja eh mein eigenes Essen, aber trotzdem, ich wollte mal alles ein bisschen ausprobieren. Schönes Mondbrötchen. Oh, ich hab Dings vergessen. Gestern Gabel. Gestern Gabel. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb.
So, vielen Dank fürs Zugucken. Der Tag ist jetzt eigentlich zu Ende. Fertig gegessen. Jetzt geht's zurück ins Hotel, ein bisschen entspannen. Und danach bereite ich mich einfach mental für meinen Workout morgen vor. Aber ansonsten, ich hoffe, wir können das nochmal machen. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren. Komm ich für ein Eigi, let's go. Ey, ich bin raus. Ciao.